Herzlich willkommen, Lennart, hier in Bielefeld. Hallo. Wie ist dein erster Eindruck? Du stehst hier mitten im Stadion, guckst auf die Ränge, guckst auf den Rasen. Wie gefällt es dir? Auf jeden Fall positiver Eindruck, positiver erster Eindruck. Schönes Stadion, guter Rasen. Gefällt mir. Wie genau ist dein Name auszusprechen? Lennart Ciborra. Und dabei hast du ja noch nicht mal deinen kompletten Namen verraten. Du hast noch zwei Namen dazwischen. Lennart Martin Quinn Ciborra. Sehr gut, das merken sich unsere Fans. Es ist deine erste Station hier in Deutschland, zumindest in der Bundesliga. Was erhoffst du dir von dem Wechsel? Ja, auf jeden Fall der oberste und wichtigste Punkt für uns und für die Mannschaft ist natürlich der Verbleib in der Bundesliga. Ich denke, das ist Ziel von jedem hier. Und natürlich auch für mich persönlich, dass ich viel Spielzeit bekomme, dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Und genau. Du hast die letzten Jahre in Italien verbracht, hast da in der Serie A gespielt. Wie hast du die Bundesliga verfolgt und was hast du von Arminia Bielefeld bisher so mitbekommen? Ja, Bielefeld hat es ordentlich gemacht jetzt die letzten Jahre. Schön, dass sie wieder die Liga halten konnten. Und wie du sagst, ich habe in Italien gespielt, aber trotzdem immer mit einem Auge rüber auf die Bundesliga geguckt. Und ja, freut mich natürlich, dass ich jetzt hier endlich hier bin. Wenn wir schon Experten da haben, müssen wir es natürlich auch nutzen. Serie A, Bundesliga, wo liegen für dich so die größten Unterschiede und auf was stellst du dich hier dann in Deutschland ein? Also ich denke, die Räume hier in der Bundesliga werden auf jeden Fall größer sein als in Italien, weil da schon sehr, sehr viel Wert auf Verteidigung gelegt wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, das, was ich von ein paar Kollegen schon gehört habe, dass das Spieltempo in der Bundesliga einen Ticken höher ist als in der Serie A. Sind unter den Kollegen denn zufällig auch schon Arminen? Gibt es irgendwen aus dem Kader bei uns, die du durch U-Nationalmannschaftslehrgänge schon kennengelernt hast? Ja, also mit dem Florian Krüger. Mit dem habe ich 3 Jahre zusammen Fußball gespielt in der Jugend beim Schalke 04. Auch unter anderem zusammen gewohnt. Amos Pieper, gegen den habe ich gespielt. Yannis Serra, gegen den habe ich auch gespielt. Mit Schöpfi, als ich zu den Profis damals hochgezogen wurde, habe ich auch zusammen trainiert, war mit ihm im Trainingslager. Also es gibt ein paar Leute, die ich hier schon kenne. Und, ja. Dann brauchst du wahrscheinlich nicht lange, dich zu akklimatisieren. Erzähl uns doch noch einmal kurz von deiner Lieblingsposition auf dem Feld. Also wo siehst du dich und was sind deine Stärken? Ja, ich bin Linksverteidiger in Italien. In Genua haben wir jetzt mit einer Dreierkette gespielt. Und da habe ich dann den linken Außenverteidiger gespielt, also im 3-5-2 in der Fünferkette links. Meine Stärken sind auf jeden Fall, dass ich den Zug nach vorne habe. Ich bringe Tempo mit und habe ein ordentliches Zweikampfverhalten. Und ja. Sehr gut, dann belassen wir es erstmal dabei, lassen dich jetzt hier in Ruhe ankommen, freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist und sehen uns dann demnächst hier in der Schüco Arena. Dankeschön, Dankeschön.